Spezialeinheiten aus Peru und Paraguay sind kürzlich bei mehreren Einsätzen erfolgreiche Schläge gegen Drogenschmuggler gelungen. Unter anderem wurden dabei mehr als 3 Tonnen Kokain beschlagnahmt sowie 6 Personen festgenommen, wie die peruanischen Behörden am Dienstag mitteilten. Die Verdächtigen sollen aus Ecuador und Kolumbien stammen. Die Sonderermittlungseinheit hat ihre Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, nachdem sie im Hafen von Villeta einen Lastwagen überprüfte, den man zuvor bereits verdächtigt hatte. Kokain wird fast ausschließlich in den südamerikanischen Ländern Kolumbien, Bolivien und Peru hergestellt und dann vor allem in die USA und nach Europa geschmuggelt. Auf den Transitrouten sorgt der Drogenschmuggel für brutale Gewalt und weit verbreitete Korruption.